Am besten gefällt mir in meinem Laden, dass es hier einfach eine Vielfalt an Buchstaben gibt. Es ist, alles leuchtet an unterschiedlichen Formen und Farben. Es ist sehr inspirierend, hier jeden Tag reinzukommen und zu gucken, auch wie Kunden darauf reagieren. Weil wenn es die freut, freut es mich auch. Mein Name ist Corinna Lorenz. Ich habe seit 2011 den Querz-Buchstabenladen in Hannover-Lindenmitte. Ich bin eigentlich Grafikdesignerin und arbeite seit über 10 Jahren in meinem Beruf und habe neben meiner Selbstständigkeit noch die Idee gehabt, einen Laden hier in Linden zu eröffnen. Wir haben hier aktuell die Ausstellung von Laila Seidel. Die hat das Alphabet in QR-Codes gedruckt im Linolschnitt. Es kam dazu, dass die Galerie per se auf mich zukam und mich gefragt hatte, ob es nicht ein schönes Umfeld wäre, wenn wir das Alphabet im Buchstabenladen darstellen würden. Und ich fand das eine recht gute Idee, weil es einfach thematisch wunderbar passt und die ganzen bunt gedruckten QR-Codes einfach auch sich gut in das Bild der vielen bunten Buchstaben fügen. Laila Seidel, wir stehen hier vor deiner Arbeit ABC, The Point Where It Gets Ridiculous. Wie bist du darauf gekommen? Die Idee kam ja während einer langweiligen Führung in der Kunsthalle, wo meine Gedanken abschweiften und ich mich irgendwie so fragte, was wird denn eines Tages übrig bleiben, so von diesen ganzen neuen Technologien und von diesen Codes, die man überall findet. Und dann wollte ich gerne so eine alte Technik wie den Linolschnitt ausprobieren. Das Erste, was mir eingefallen war, war einfach meine Homepage. Dann habe ich einen Code angefertigt und geschnitzt. Der hat auch funktioniert. Und dann dachte ich, es ist ein bisschen seltsam. Oder ist das Kunst, wenn ich etwas schaffe, was dann aber auch einfach funktioniert und vom Handy gelesen werden kann und so seinen Zweck erfüllt. Ja. Und so kam mir dann die Idee mit dem Alphabet. Beim Scannen dieser Codes erzielst du genau einen Buchstaben. Richtig. The point where it gets ridiculous. Wie übersetzt du dieses Ridiculous in dem Fall? Das Ridiculous ist eher so ein bisschen der Irrsinn, der dahinter steckt. Ja. Dass man so viel Aufwand betreibt, um halt eben einen kleinen Buchstaben, den man ja auch ganz einfach schreiben kann, dass man sich da eben die Zeit nimmt und da 1-2 Stunden dran sitzt und den dann eben erstmal in das Linoleum schnitzt und druckt. Und dann kann man es abscannen und dann ist man auch nicht so viel schlauer, als wenn man einfach den Titel liest. Das finde ich das Schöne daran. Ja, das stimmt. Es hinterfragt so ein bisschen diesen Digitalisierungswahn, könnte man es vielleicht nennen. Wir haben ein Jahrhunderte, Jahrtausende alt gereiftes Kommunikationssystem mit Lettern, mit Buchstaben. Und du führst es eigentlich ad absurdum mit dieser Arbeit. Jetzt kann man natürlich fragen, was bleibt? Bleibt das in die Null geschnittene QR-Code-Symbol für einen Buchstaben länger als die Bedeutung des Buchstaben A, des Buchstaben B? Stellst du ein bisschen die Frage nach der Dauerhaftigkeit, nach der Zeit? Ja, also im Zweifelsfall denke ich, dass der Linolschnitt länger hält als so ein Handy. Da können wir uns schon mal drauf einigen, ja. Was sind so deine nächsten Aktivitäten? Wir sind jetzt hier in diesem Buchstabenladen in Hannover. Das ist aber sicherlich nicht deine einzige Ausstellung, die du derzeit vorbereitest. Genau, also in Bremen laufen gerade noch 2 Ausstellungen. Mhm. Einmal mit Scherenschnitten bei Belladonna und einmal meine Malerei und auch Grafik, auch andere Linoldrucke. Die sind zurzeit noch im Kunstmix zu sehen. Mhm. Und dann geht es weiter nach Berlin in die Landesvertretung, wieder mit Malerei und Scherenschnitt und dann nochmal nach Olomouc, nach Tschechien. Okay, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Und wir sind gespannt auf die Leute, die mit den QR-Codes hier versuchen zu arbeiten. Ich auch. Danke. Danke. In Zukunft kann ich mir gut vorstellen, dass es noch weitere Ausstellungen im Querz-Buchstabenladen gibt. Die Fläche ist gegeben, der Rahmen ist da und alles, was mit Alphabet, Typografie, Design zu tun hat, auch im Bereich der Schildermalerei zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir demnächst noch mehr zu sehen bekommen. Per se.